Watch out! Und ein verregnetes Willkommen zurück zu Atlas. Und wir haben irgendwem, okay, es regnet nicht mehr, irgendwem vor der Tür. Und ich habe jetzt gerade zwei Sprengungen gehört und ich dachte die ganze Zeit, das wäre die Sprengung immer noch da hinten. Aber das ist eine Sprengung bei uns an der Tür, deswegen wird gerade bei uns angegriffen. Ich habe hier währenddessen so ein bisschen so einen kleinen Hochweg gebaut, der nicht wirklich ganz funktioniert. Also halbwegs, ja, wenn man merkt, so hier, so es geht. So, dass man wenigstens nicht immer da hochkraxeln muss. Hier, werde ich jetzt mal gucken, wer das ist. Wichtig ist, dass die Türen zu sind. Und wenn wirklich gesprengt wird, dann werde ich ganz kurz mal ein paar Leute zusammentrommeln. Die sind nämlich unterwegs. Ist hier mit den Bären. Aber wo der genau ist? Kann ich die Schuhe eigentlich ausziehen? Nicht die Hose. Macht genauso viel Geräusche. Total dämlich. Eigentlich Schuhe ausziehen und dann. Man macht keine Geräusche mehr. Ich suche den gerade. Der ist nämlich noch hier. Habt ihr gerade selber gehört? Das ist ein Bär. Und es wird gerade zweimal gesprengt. Das ist nicht unser Bär. Seht ihr? Wir können den Bären mal ganz kurz abmurksen. Das können wir machen. Oh. Wie kommt hier rein? Wie kommt hier rein? Wir werden irgendwie angegriffen. Aber ich habe keine Ahnung, wie die hier reinkommen. Ich muss mal ganz kurz ein paar Leute. So. Kurz Bescheid sagen. Ich habe keine Ahnung. Was? Wer? Wo? Ich habe keine Ahnung, wer hier bei uns in der Base. Zwei Typen waren gerade in der Base reingekommen, sind hier bei uns reingekommen und es gibt keine Türe, die offen sind. Okay, durchs Fenster oder so. Ich lock mich gerade ein. Sind sie tot oder abgehauen oder? Die haben sich gegenseitig gerade geprügelt. Die waren bei uns in der Base und haben sich gegenseitig geprügelt. Einer sah aus, ob der vielleicht von der Allianz ist. Einer war rot, klar, war ein Gegner. Der andere war gelb. Gelber Name. Eigentlich nee, blau ist. Ja, blau ist ja eigentlich ein, aber das war, der hat einen gelben Namen gehabt. Und ich hatte nämlich gehört, es wurde nämlich zweimal gesprengt und dann habe ich gedacht, okay, das ist, weil die hinten kämpfen da gerade irgendwelche, schießen da irgendwelche Schiffe weg. Und dann habe ich gedacht, okay, dann baue ich weiter. Dreh mich um, steht ein Bär bei uns vor der Tür. Okay, ja. Geh ganz hin. Ist das ein 31er Bär mit irgendeinem, einer roten Schriftzug? Also ein Feind. Ja. Okay, dann habe ich den Bären angeschossen. Und wollte ihn gerade killen, ja, mehr oder weniger killen, aber dann habe ich gesehen, dass bei uns in der Base gekämpft wird. Okay, ich gehe runter, mache die Türe auf, stehen zwei, die kämpfen gegeneinander in unserer Base, in dem Raum drin. Ich habe auch nicht verstanden, wie die hier bei uns reinkommen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Die doch da, oder? Die sind gerade weggelaufen. Ich habe jetzt, ich habe die Türe aufgemacht, die sind alle beide raus. Einer hat mich angegriffen, der andere ist rausgerannt und dann bin ich rein, hab die Tür wieder zugeschlagen. Und jetzt erstmal. Hast du den Zweitnamen gesehen? Nee. Kann ich aber in der Aufnahme nochmal gucken. Wir sind nämlich gerade in der Aufnahme. Ja, wunderschön. Ich komm mal hoch. Geflitzt. Also, ich habe immer gerade keine Munition mehr. Ich habe nur noch 10 Pfeile. Haben wir irgendwo einen Schrank mit Pfeilen? Pfeilen, nein, kannst du aber herstellen. Flint, Touch.
Ja, stimmt. Kann ich auch selber. Aber eine bessere oder eine Kanone? Haben wir irgendwo eine Kanone oder sowas? Ja, kaufe sie Knarren zum Münzschlag hergestellt. Munition gibt's auch. Oh, aber Brandpfeile. Die sind ja noch besser dann, ne? Die sind einen Brand, ja. Ja, mach ich lieber Brandpfeile. Oh, hab ich mich erschrocken gerade, Alter, ey. Du Penner. Ich habe jetzt gerade gedacht, hier wäre wieder einer. Junge. Die Hühner sind da, die Türen sind. Die sind zu gewesen. Ich habe ja extra, ich habe oben gebaut, habe alles schön zugemacht. Ich gehe jetzt mal raus. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Aber ich weiß nicht, wie die hier reingekommen sind. Es gibt doch keine Fenster bei uns. Ron, aber die sind alle zu. Weil es wird die ganze Zeit da hinten die Schiffe kaputt gemacht. Welche Schiffe? Da, wenn du hinten auf unserer Insel links jetzt vom Strand links lang läufst. Meinst du da, wo das Ende des Bogens ist von uns? Richtig. Weil das ist eine Base von Black Lock. Ja, okay. Und Black Lock, da sind zwei Schiffe gestrandet. Also sie sind genau in deren Hafen reingefahren. Hm. Und die Türme von dem haben die ganzen Schiffe versenkt. Ich habe mitbekommen, dass sie eins versenkt haben. Dann haben die zwei versenkt. Wollten zwei versenken, aber ich denke, das ist auch runtergegangen. Das heißt, die sind auf deren Autotürme gefahren und sind deswegen gestorben. Ja, aber zwei Schiffe in den Hafen so gerade? Das sah aus, ob die sich gegenseitig, also irgendwie selbst killen. Jetzt ist natürlich der Spieler weg. Ah, zum Glück sind alles abgeschlossen. Mal gucken, ob hier noch. Aber ich, die Frage ist, wie kamen die denn rein? Ja, wie neu muss man das gleich mal gucken, was du da gesehen hast in der Aufnahme. Was auch interessant. Aber die sind drin. Die waren drin. Das ist ja total interessant. Aber ich sehe hier jetzt nichts, was da irgendwie anhand eines Reinkommen-Möglichkeit wäre. Nee, durch die Tür konnten sie nicht. Außer es gibt irgendwie eine Art. Kann man unter der Foundation hüpfen und dann kann man reinbacken. Das konnte man damals bei HNZ1. Ja, wir haben ja keine Foundation, die offen ist unten drunter, sozusagen. Oh, ich bin tot. Runtergefallen? Ja. Boah, ich bin von ganz oben runtergefallen, aber ich lebe noch. Ja, aber ich sehe jetzt hier jetzt keine Möglichkeit, wie da welche reinkommen sollten, aber. Hier ist ja auch keine Damage da. Ich guck mal, was bei Black Lock, was da los ist. Ich bin jetzt auch gerade mal unterwegs draußen. Der habe ich gesehen, dass der mit dem Bären unterwegs war. Da habe ich gedacht, das wäre vielleicht der Iceman. Der ist nämlich auch hier irgendwie unterwegs, glaube ich. Iceman? Mhm. Iceman, Name sagt mir was. Iceman, unsere Allianz. Achso, Iceman, die Iceman. Ja, ja, ja. Ach, die, ist eine die. Die Iceman. Ja, es gibt den Tribe sind ja mehrere Leute. Es gibt ach so. Ja die Ice Pirates. Ach so, okay. Ja, ich hab gedacht. Weil Iceman ist ja jetzt der Zuschauer, den ich ja bei Twitch habe. Oder auch überhaupt. Ach, den Iceman, ach so. 81, glaube ich, das, ne? Iceman, ja. Ja, Iceman, ach so. Ja, 84 oder so. Naja, der. Der. Und da habe ich gedacht, okay, das ist der, dann war es uninteressant. Und dann habe ich plötzlich eine Sprengung gehört. Und dann habe ich geguckt, okay, da ist ja ein Bär vor der Tür. Dann bin ich erstmal dahin. Was auch voll bescheuert ist, das müssen sie echt lösen im Spiel, dass wenn man die Schuhe auszieht, dass man immer noch Schuhgeräusche hört. Ich wollte mich ganz langsam leise an den Rand treten, das hat man bei HNZ1 immer gemacht. Schuhe ausziehen, dann hört man nichts. Und dann bin ich dann oben auf das Dach, hab geguckt und dann stand der Bär da. Und dann habe ich auf den Bären geschossen. Reitest du gerade? Nein, ich habe keine Tiere. Irgendjemand ist gerade geritten. Oder vielleicht war das der Elefant. Dann habe ich auf den Bären geschossen, Level 31er Bär. Mhm. Und den habe ich mit den paar Pfeilen, mit denen ich geschossen habe, wirklich nicht viel Schaden zugefügt. Und auf einmal plötzlich habe ich Schaden gesehen in unserer Base. Der Schaden war nicht rot, der war rosa? Ja, lila. Lila, genau. Rosa ist, also lila ist Betäubung. Ah, okay. Und diesen Schuss habe ich gesehen. Da bin ich runter. Hab gedacht, der macht jetzt gerade irgendwas bei uns in der Base kaputt. Macht die Türe auf. Und da fallen die mir förmlich. So ein ganz großer, dünner mit weißen Haaren. Mit Bart. Und ein ganz kleiner Schwarzer. Der hat, glaube ich, so einen Afro-Look gehabt. Und die waren bei uns in der Base drin. Wie die da reingekommen sind,
keine Ahnung, weil ich war, keine Ahnung, keine 10 Minuten später, vorher war ich da in der Base drin gewesen. Das ist da keine Tür offen, können sie auch nicht die Tür bekommen, nee. Also Blacklock steht noch, soweit. Ja, Schiffe von Blacklocks und ein Schiff ist da in Hafen kaputt von irgendjemandem. Ah, jetzt hab ich natürlich so viel Scheiße dabei, ja. Jetzt kann ich wieder wissen, dass schneller laufen. Aber die sind scheiße. Ich wollte den nicht verfolgen, die zwei oder einen davon. Das Problem, ich hatte keine Schüsse mehr gehabt, nur noch 10. Oh, jetzt habe ich nicht einen Affen gefunden. Sogar hier sind Dortmund-Affen. Also ich bin jetzt mal hier hingegangen bei Blacklock, ist alles ruhig, es sind so Schiffe von anderen Leuten, weil da sind keine Namen dran. Okay, pass auf, ich guck mir das mal ganz kurz an, dann sage ich dir genau, was passiert ist. Ich wurde übrigens auch dort gekillt. Na wo, bei Blacklock, oder? Ja, da hat mich irgendwas angeschossen. Und ja, Dex, siehst du das Riesenschild dann nicht, was da ist? Warning, steht da drauf. Achso, ja, okay. Ich habe aber noch nicht verstanden, was mich gekillt hat. Komm, Dex, hier. Wo bist du? Wie nehmt er dir jetzt? Ah, da. Guck mal, da ist ein Schild. Ja, ja, das habe ich gesehen, das habe ich auch durchgelesen, aber... Ja, was steht denn da drauf? Ja, ich habe schon verstanden, was da steht, Mann. Nein, Gunner Rage. Das sind Turrets. Ja, aber ich hat nichts geschossen. Und dann doch, bin doch, ich... direkt da oben ist eine Türe drin. Direkt vor dir. Das habe ich gesehen. Vor dir. Oh, ja, das hat dich abgebracht. Aber das Ding hat nicht geschossen. Bin ja ganz gemütlich auf der... Guck mal, ich bin hier die ganze Zeit rumgelaufen. Guck mal. Ja, das ist wohl nicht das. Das ist wohl noch ein anderes Turret irgendwo. Und das Turret hat auf diese Schiffe geschossen. Diese zwei. Es sind schon eins versunken und das andere ist gerade hier. Ja, und dann bin ich hier ein bisschen rumgelaufen, wollte ein bisschen looten und dann hat mich... Ah, da kommt ein Spieler. Da sind Spieler. Zwei. Mal die Waffe weg. Das ist hier, sonst hätte ich gesagt, das war das Gunport da, das hier umgebracht hat. Anders könnte ich mir das nicht erklären. Oh, das sind aber viele. Ja, die sind relativ groß. Deswegen. Aber relativ friedlich, wenn man die in Ruhe lässt. Aber ist ganz schön was in Rambuse gegangen. Die Galeone von denen ist auch kaputt. Ja, ich weiß nicht, warum diese da mit dem roten Schiff da reingekommen sind. Die haben da voll ganz gerade geparkt drin. Und dann hat das Turret die ganz gemütlich versenkt. Hallo! Hello, guys! Are you here? We're looking what's going on here. No danger. Did you been attacked? From other guys? From other guys, or what's happened? Wie spricht man mit B nochmal? Ja, mit B. Juhu! How are you doing? Ich glaube, die mögen nicht, dass wir gerade hier stehen. Okay. Ja, gehen wir mal. Bis ein Zickzack laufen. Hey. What do you want? Nothing, we look what's going on here. We heard cannon and destroying. That's why we're looking what's going on. We are your neighbors. From the neighborhood. Friendly neighbor. Hier, das siehst du gelb da, Dex. Menschen, gelb. Das hast du vielleicht gesehen. Where are you from? Your neighbor. On the side. We visit many times. On this hill. Here, next to you, we build. Little bit. The big galleon. Friendly. Keine Ahnung. Wäre jetzt interessant zu wissen, hier ist nämlich ein Spieler mit einem Bären unterwegs. Und der, wenn er einen Bär hat, bedeutet das, dass der auch hier ist. Oder meinst du, also kann er auch mit dem Schiff gekommen sein? Kann auch, aber jedes ist ja groß, also. Da hinten wird gefightet, okay. Das ist aber ein Tier. Den Affen. Ich habe eben einen Affen gesucht und keinen Affen gefunden. Verdammter Affe, hä? Ah, wie sie direkt alle aus den Löchern gestoßen kommen, als sie uns gesehen haben. Ding, finde ich aber gut, dass die direkt. Na gut, dann hüpfe ich mal wieder hoch zur Base, wenn. Keine Ahnung, wo die jetzt daher gekommen sind. Also. Muss eigentlich. Man,
muss ich unbedingt nachher, wenn wir jetzt gleich mit der Aufnahme fertig sind, muss ich mir das unbedingt mal angucken. Wir wissen unbedingt, wie die da hingekommen sind. Und ich will auch gerne wissen, wer das war. Weil einer von denen sah genauso aus. Das war dieser lange Dünne. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das der gewesen ist. Vom Namen weiß ich das jetzt nicht. Müsste ich nachher in der Aufnahme gucken. Ah, hier. Das ist Iceman. Juhu! Alles fit? Ich, Alex. Hi. Drück mal B, dann kannst du reden. Oh, ich hüpfe hier runter. Okay. Bin noch ein bisschen Akku auf dem Spiel. Läuft spielen. User left your channel. Ja? Wir suchen einen Spieler mit einem Bären. Einen feindlichen Spieler. Wie das Licht jetzt so auf seinen Körper fällt und sobald ich das weg... Ja, ähnlich. Juhu! Okay, keine Antwort. Ist auch gut. Hast du rein zufällig einen Typen mit einem Bären gesehen? Einen schwarzen kleinen Gnom? Gegner mit einem Bären? Nicht. Okay, danke. Ich mache jetzt mal Folgendes, Leute. Ich werde jetzt mal in diese Richtung gehen. Das ist doch gefährlich. Ich mach mal Licht an für euch, sonst seht ihr auch nichts. Oh, fuck. Ich mach das Licht wieder aus. Ich werde mal ganz kurz gucken. Hier so eine kleine Lichtquelle ist ja okay, ne? Sieht auch ganz nett aus so. Ich mag, wie das Licht fällt übrigens. Ganz toll, ne? Wie das hier so immer überall fällt. Finde ich immer super. Ich mag hier sowas. Ich mag sowieso immer die ganze Entwicklung von Spielen, wie sie damals war. Nuss 2. Die kenne ich ja. Das Schiff hier, das Schiff kenne ich noch. Nuss 2. So, jetzt machen wir mal wirklich Licht aus, Leute. Schweinchen ist übrigens ganz cool. Da kann man ein bisschen was mehr schleppen. Ich guck gerade mal, ob da ein Spieler drin ist. Wo ist denn der Mond? Irgendwo muss ja Mond sein, weil es ist ja echt recht hell jetzt gerade und wird auch schön beleuchtet. Also wie gesagt, das Dom war jetzt nicht dabei, aber wir in meinem Kanal mit, wenn ihr vielleicht noch Wixwax kennt und Witte kennt und AMD-Fan kennt und Greyfox kennt und Grave kennt. Grave ganz sicher bestimmt noch. Okay. Wir haben damals H1Z1 gespielt. Und das ist genau das gleiche gewesen. Ist einer online gewesen, hat so ein bisschen gefarmt. Und dann wurden wir angegriffen. Dann hat einer schnell auf der Tastatur rumgekratzelt. Wir werden angegriffen und dann waren sie plötzlich alle im TS. Und alle online. Und dann ging es los. Nicht immer hat man dann auch Glück gehabt, dass es dann wirklich losgeht. Okay, haben wir nichts gesehen? Machen wir wieder mit Licht an. Also meistens dann nur mal so ein vorbeifahrendes Auto, hat dann mal ein bisschen rüber so eine Salbe auf die Base geschossen und dann war wieder Ruhe. Aber wir hatten sehr oft auch Action. Rumble in the Bronx. Rumble in the Hood. Ist immer noch hinter mir der Alex? Keine Ahnung. Ich suche den Bären. Ich suche diese andere. Das Schiff. Ach, komm, hier mal den Platte. Nein, es ist echt mein fucking Bogen kaputt oder was, ey. Ja, Junge. Was brauche ich denn zum Reparieren? Ein bisschen Hide. Ach, Hide. Fuck. Hide habe ich natürlich nicht. Dong. Ich hasse das, wenn diese Kampfmode an ist, dann kann ich nicht mehr rauszoomen. Das mache ich immer so gerne, so rein, raus. Ist ja fast wie beim Sex. Bei Sex habe ich gesagt, Sex. Alles, was ihr falsch verstanden habt, das behaltet ihr für euch. Ich gehe mal wieder zurück. Kein Bogen.
Scheiße, ey. Wäre nicht mal gut gegangen, wenn ich gekämpft hätte. Schweinchen, welches Level hast du? Level 2. Die machen mich bestimmt platt. Ich gehe mal wieder zurück. Schade. Ich hätte es ganz ehrlich so einen Fight lieber gehabt. Aber ich freue mich gleich, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ich muss unbedingt sehen, wie der Typ hieß. Oder die zwei. Die Typen. Verdammte Hacke. Ich mache wieder Licht an für euch. Das grelle Licht hier. Bäm. Bäm. Kanone hingestellt. Und ausgeräumt, die Bude. Arme Schweine. Arme Schweine. Alles leer geräumt. Der tut mir so leid. Also es ist echt ärgerlich immer. Das ist so ärgerlich, aber das reizt auch dann immer ein. Also bei HNZ1, wenn ihr HNZ1 nicht kennt, gebt doch mal Dexo23 HNZ1 ein. Ich habe jetzt kein Let's Play dazu gemacht, sondern wir haben eher. Wir waren schon sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten in dem Spiel und haben dann eher Base Raids gemacht. Das habe ich mal mit aufgenommen. Und hier geht's wieder hoch. Wir haben immer PvP gespielt und haben dann. Wir haben entweder gesprengt und haben die Leute ausgeräumt oder du kamst den nächsten Morgen online und dann hast du gesehen. Scheiße, deine Base ist gerade ausgeräumt worden. So. Die Snakes sind schnell. Mensch, schreck mich doch nicht so. Hallo? Tür zu, bitte. Das Dorf schläft wieder. Schnarschnase. So, wir machen mal schnell ein Reparation Cooperation in the Nation mit dem. Oh, kann ich nicht? Was fehlt denn hier? Was fehlt denn hier? Ich war gerade eben so schön am Bauen. Ich hatte so ein paar Sachen gemacht. Das wollte ich euch nicht in der Aufnahme noch zeigen. Was fehlt denn, verdammte Hacke? Jetzt mal Holz. Was fehlte? Wollte ich nicht in der Aufnahme noch mal zeigen, weil jetzt muss ja nicht unbedingt. Der kleine Bau, den ich da gemacht habe, dieses Hochrampen. So, ich nehme das mal hier raus. Kann ich den noch laufen dann? Geht das noch? Ach, scheiße. Okay, die Hälfte legen wir mal ab. Mein Gott, was macht denn hier für Eier? Was ist denn das hier los? Schweinerei. Eier, Popeye. Like a liar. Insire. Kinder. Wie sind die hier reingekommen? Du kannst ja mit dem. Habt ihr ja gerade gesehen? Das macht ja gerade der Alex da drüben. Du kannst ja mit dem Climbing-Dingsbums, kannst du ja die Mauer ja hochclimben, wenn du natürlich Ausdauer hast, was ich jetzt gerade nicht habe. Das habe ich hier eben gebaut, damit ich hier ein bisschen schneller hochkomme. Hier, das ist leider nicht gelungen. Ich kann hier leider nicht hin. Das war ein bisschen ärgerlich. Hier, ich zeig's nochmal ganz kurz so. Ich kann hier nicht. Dieser kleine Kante, diese bescheuerte Kante wäre jetzt super. Ich kann aber nicht bauen. Ich kann nicht drehen. Ich kann auch kein Dreieck. Könnte ich. Vielleicht geht das so. So? Auch nicht. Ich versuche hier irgendwie so ein bisschen auch frei zu bauen. Das heißt, ne, so diese, die sind jetzt nicht angesetzt. Das ist alles blöd. Ich komme genau in diese kleine Kante. Aber so, vorher mache ich hier erstmal so einen Fallschutz nochmal. Das wäre eine coole Sache. Die Dreiecke kann man immer besser nutzen, aber hier wird auch kein Dreieck hin. Ah. Hier könnte ich vielleicht das bauen. Kommt auch so frei nach Schnauze. So.
Weißt du warum? Weil wenn du das nämlich so machst und dann abrutschst, ha! Fällst du da hinten nicht in das blöde Loch. Aber jetzt, sobald ich jetzt nämlich wieder ein bisschen Freiraum habe, kann ich mich jetzt so hoch. Dann habe ich das gebaut. Dann so. Und dann kann man erstmal hier hoch. Hoch, bitte. Hoch. So. Und dann war ich hier nämlich jetzt hier und dann wurde gesprengt. Dann bin ich mich hier oben angekommen. Und ich wollte eigentlich bis hier oben. Aber ich kann da hoch nicht. Ich muss ja nämlich irgendwie eine Möglichkeit haben, da hochzukommen. Und deswegen, leider muss ich meine ganzen Materialien dafür ausgeben. Ne? Jetzt komm, oh komm, ich sag jetzt nicht, du setzt dich da nicht drauf. Auf den da, komm. Nein, du blödes Spiel. Jetzt komm schon! Geht auch nicht. So? Auch nicht. Junge, das Spiel ist aber heute wieder bockig, ey. So kann ich dann bauen. So. Und dann würde ich nämlich dann, wollte ich nämlich diese Rams hier nehmen. Ist da jemand neben mir gerade gelandet? Ich habe gerade irgendwas gehört. Also. Das kann man nicht so lassen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich könnte jetzt so eine Ram, also T drücken einmal. So. Ram. Ram. So, jetzt kann man hier nämlich schneller hoch. Und dann könnte ich eigentlich so eine Ramp nehmen. Die kann man weiter hochbauen. Okay, das sehe ich jetzt nicht. My fault. Das wusste ich nicht, dass man die weiter bauen kann. Das ist cool. Jetzt gucke ich hier vielleicht. Ob ich frei nach Schnauze kann man immer die hier setzen. Das ist ja gar nicht so schlecht. So ein bisschen näher. Okay. Passt natürlich nicht, ist es natürlich nicht angesetzt, ihr wisst, was ich meine. Aber man kommt wenigstens hier an. So, guckt man, geht man hoch. Und dann ist man wenigstens hier schon mal hier oben. Jetzt habe ich natürlich super viel Material. Ich habe so viele Bauteile gebaut. Und am Ende bin ich noch nicht mal hier oben angekommen, weil ich kann hier auch nicht hoch, ne? Nee. Es gibt keinen Weg hier hoch. Vielleicht von hier? Hier? Müssen wir es mal... hier versuchen. Das ist immer doof, dass man die hier nicht setzen kann, aber nur die Dreiecke. Ja? Die Dreiecke kannst du fast überall setzen. Hier, zack. Voll affig. Wir machen das jetzt einfach mal. Kann ich jetzt vielleicht einen dran setzen? Hier kann ich einen setzen. Seht ihr? Drunter. Drunter. Aber nicht hier. Hier. Naja. Obendrauf kann da auch nicht. Vielleicht hier. Auch nicht. Blüht alles, blüht. So wird es gehen. Okay. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das sind die Sellings. Die könnte ich ja auch gleich mal verbauen. Die setzen sich natürlich jetzt überall dran. Könnten wir so rüber gehen. Das wird das natürlich auch nicht. Ich könnte jetzt hier so rüber springen. Nein, das war nicht gut. Aber die Selling, das werde ich mir mal ganz kurz merken. Da hoch müssen wir. Da sind wir. Oh, die geht natürlich jetzt auch nicht hier. Es ist einfach ein... so ein stures Gebaue immer. Das ist so blöd immer, dass das nicht geht. Da geht's und hier will er nicht dran oder was? Doch, auf die Seite geht's wohl. Egal, wir brauchen diese Sendings jetzt sowieso nachher. Ich will nur ganz kurz ein bisschen Material farmen. Zack, zack, zack. Jetzt können wir wenigstens schnell nach oben. Und jetzt farmen wir nochmal schnell ein bisschen Material hier. Damit ich nämlich... ich will wenigstens vielleicht heute noch in dieser Folge bis ganz nach oben bauen. Damit wir nämlich dann nicht immer hoch und runter rennen müssen und klettern. Ich mag das ganze Klettern jetzt hier nicht. Das ist auch immer Zeitverschwenden. Zeitverschwendung, wenn man nämlich... die Taschen voll hat und wir will mal irgendwas mit hochschleppen, weil irgendwas gebraucht wird. Und dann, oh, scheiße, ich kann ja gar nicht hochklettern, weil ich ja schwer, zu schwer bin. Was fehlt denn? Okay. Ich glaube, davon brauchen wir noch ein bisschen. Ich werde noch ein bisschen mitfahren.
ein bisschen Thatch, nicht Thatch, ein bisschen Fiber. Das gehört ja zur Kategorie Fiber. Das Gedöns hier. Die Palmenblätter. Zwergpalme. Ah, hey, wir waren ja da hinten. Sind wir hier lang gelaufen? Hier kann man noch alles, alles, was man noch ohne Ramp machen kann. Jetzt sag ich's nicht, das letzte Stückchen kann ich auch nicht hoch. Ich kann ja. Oh ja, 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 ich kann ja was setzen. Bleib so. Ja. Nee. Kann ich noch eine setzen? Ja, kann ich noch. Das ist ja echt ein Baufusch. Komm hier zu. So. Kann ich jetzt hier hoch? Immer noch nicht. Ist echt. Was für eine Geburt. So, kann ich vielleicht. Was brauche ich jetzt an der Selling? Ah nein. Aber eine Rampe habe ich ja noch. So, jetzt aber. Komm. Nee. Oh Mann. Was eine. Ich würde ja schon sagen, eine Missgeburt. Was für eine Geburt, das hier zu bauen. Mann! Sag mal, ich bin ja jetzt nicht unbedingt der Schönbauer. War ich mit Ark ja auch nie. Aber wenigstens baut man irgendwas Vernünftiges zusammen. Und das ist jetzt eher nicht gewollt. So. Aber wir machen jetzt noch eine Rampe. Und die setzen wir jetzt hier vorne noch dran. Geht nicht. Okay. Aber wir machen das so mit T. Krasse Sache, ne? Guck mal, hier so einen halben Millimeter vom. Kann ich nur Demolish machen. Könnten jetzt springen, aber wir wollten ja irgendwas hochschleppen. Oh, Jungs und Mädels, ich kann so hoch springen, aber ich kann ja nachher nicht springen, wenn ich voll bin. Wenn ich mal besoffen bin. Naja, gut. Dann lassen wir das jetzt eben. So, wir sind oben angekommen. Die Sonne geht jetzt auch auf. Sonne geht jetzt auch auf. Sonne geht jetzt auch. Ach, Arschlochspiel. Mann, ey! Du Scheiße hier! Die Kiste war nicht zu. Die war nie abgeschlossen. Die Sachen sind natürlich, denke ich. Ich denke mal, die sind geklaut worden. Ist jetzt nicht tragisch. Set. Pincode. Das dürft ihr natürlich nie sehen. Wird natürlich. ...2323 sein. Was denn sonst? Okay. So. War jetzt nicht viel drin, war ein bisschen Holz drin, aber ansonsten war jetzt da nichts Großartiges. Reingemurkst. So, das tun wir auch mal hier reinlegen. Da haben wir wenigstens noch. Wir hatten diesen hässlichen Turm hier gebaut, verdammte Hecke. Den hässlichen Turm von Pisa. Das sind bestimmt hier die Black-Dings-Bombs-Typen. Ist kein Schönbau. Ich mag das echt nicht, so wie das gebaut wird. Mit diesen drei Ecken. Aber anders wird das ja gerade nicht gelöst. Dann müssen wir es eben so machen, wie es ist. So, Leute. Wir machen heute Schluss für diese Folge. Oh, ich wollte nicht mal meine Base abreißen. Den Aufweg ist ja so weit es geht. Bin ich das am Craften? Scheiße. Die Base ist ja so, nicht die Base, der Aufweg ist so weit es geht jetzt. Okay. Gibt da noch so ein paar Stellen, wo man leider hüpfen muss. Das sollte nicht so sein.
Aber bis jetzt ist es ja okay. Wir können jetzt in manchen Stellen wenigstens nicht immer überall klettern. Also jetzt hier das letzte Stückchen. Da müssen wir ein bisschen springen. Ansonsten kann man nämlich jetzt hier so rumlaufen und dann auch farmen. Das ist ganz gut. Und das werde ich mich jetzt machen. Deswegen sage ich jetzt erstmal tschüss bis zur nächsten Folge. Und nicht vergessen, Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ist immer ein guter Support, dass ich sehe, dass das Video dann euch gefällt. Und ich bin schon wieder voll. Bis denn. Und tschüss.